Die wichtigste pilzliche Erkrankung im Apfelanbau ist der Apfelschorf. Gegen diese pilzliche Erkrankung werden sowohl im ökologischen als auch im konventionellen Anbau die meisten Pflanzenschutzbehandlungen durchgeführt. Ziel unseres Projektes ist es, diese Behandlungen deutlich zu reduzieren, indem wir robuste Pflanzen verwenden. Unser Hof ist in der Backnanger Bucht. Das ist 30 Kilometer nordöstlich von Stuttgart. Das sind sehr fruchtbare Böden. Und wir haben vor 33 Jahren schon auf Bierland umgestellt. Meine Frau und ich sind die erste Generation und wir sind gerade im Generationswechsel. Wir verwenden die alten Sorten vor allen Dingen in der Züchtung, um sie als Vatersorte einzusetzen. Die wird dann gekreuzt mit einer modernen Muttersorte. Die alten Sorten punkten vor allem durch ihre Robustheit. Das heißt, hier haben wir eine polygene Resistenz, die sich auf mehrere Gene verteilt. Wir verwenden als Vatersorten auch Wildapfelarten, von denen wir die Resistenz gegenüber pilzlichen Erkrankungen kennen. Wildäpfel sind in der Regel daran zu erkennen, dass sie sehr klein sind. Manche haben nur Kirschkerngröße, dass sie ganz verrückte Farben haben, zum Beispiel ein Blau oder eine starke Beduftung. Und dann haben sie natürlich noch die Eigenschaft von neuen geschmacklichen Richtungen, beispielsweise Ananas- oder Bananentöne. Und das versuchen wir in Neuzüchtungen zu integrieren. Die alten Sorten weisen eine große Farben- und Formenvielfalt auf. Das ist auch das Schöne. Wir haben hier zum Beispiel die Champagner-Renette. Champagner, der Name resultiert daher, dass man sie vor allen Dingen auch zur Schaumweinherstellung benutzt hat. Sie britzelt dann besonders schön auch. Genau, ist eine typische württembergische Sorte, genau wie hier zum Beispiel die Gewürzluike, auch eine sehr alte Sorte, auch ein attraktiver Apfel, der sogar auch als Tafelapfel benutzt werden kann. Bei der Vermarktung, wir sind ja Direktvermarkter, da können wir natürlich neue Sorten viel besser testen, weil wir diesen direkten Kontakt zum Kunden haben. Und da kann man das quasi bewerben beim Kunden, probier mal. Und wenn der nachgekauft wird, dann ist das natürlich schon ein Indiz, dass der attraktiv ist, also vielleicht im Aussehen und natürlich auch im Geschmack. Diese Widerstandsfähigkeit ist natürlich, die betrifft uns hauptsächlich. Aber wenn der jetzt widerstandsfähig wäre, man könnte den Pflanzenschutz stark reduzieren, dann wäre das ja auch ein Argument, das man dem Kunden gegenüber dann hätte. Uns ist wichtig halt, dass die Praxis viel stärker einbezogen wird in die Arbeit. Und das ist eigentlich das Positive an diesem EIBET-Projekt, dass da ein Kommunikationsstrang entsteht.